Das ist Steve, ich bin Rick. Und herzlich willkommen zu den Was geht ab Flash News. Im Kosovo fanden am Sonntag die ersten Kommunalwahlen seit Jahrzehnten statt. 90% der im Kosovo lebenden Menschen sind muslimische Albaner, nur im Norden sind die Serben in der Mehrheit. Sie durften nun zum ersten Mal an den Wahlen teilnehmen, welche als zentraler Punkt des EU-Abkommens zur Annäherung von Serbien und dem Kosovo galten. Die Wahlen wurden jedoch massiv von serbischen Extremisten beeinträchtigt, die am späten Nachmittag mehrere Wahllokale stürmten. Sie verprügelten Wähler, zerstörten Urnen und griffen Wahlhelfer an, um die Menschen von der Wahl abzuhalten. In der Stadt Mitrovica musste die Abstimmung sogar teilweise abgebrochen werden, als die Situation eskalierte. Aufgrund der Ausschreitungen müssen die Wahlen höchstwahrscheinlich wiederholt werden, da sie nicht bestimmungsgemäß abgelaufen sind. Innerhalb von nur 4 Tagen haben sich in den USA 2 bewaffnete Amokläufer ereignet. In New Jersey hat ein Mann am Montagabend in einer Shopping-Mall um sich geschossen. Der 20-Jährige, der laut Angaben von Behörden schon länger mit Drogenproblemen kämpft, hat sich anschließend selbst getötet. Bei seinem Amoklauf wurden keine weiteren Menschen verletzt oder umgebracht. Schon am Freitag hatte ein 23-Jähriger am Flughafen von Los Angeles einen Wachmann getötet und mehrere Menschen verletzt. Aus einer handschriftlichen Notiz des Mannes geht hervor, dass er es vor allem auf Angestellte der Flugsicherheitsbehörde TSA abgesehen hatte. Der Flugverkehr in LA wurde nach den Schüssen vorübergehend eingestellt und tausende Passagiere evakuiert. Im Nordosten Nigerias haben Extremisten der islamistischen Boko Haram erneut mehrere Anschläge verübt. Am Samstag griffen sie im Bundesstaat Borno eine Hochzeitsgesellschaft auf offener Straße an und ermordeten 30 Menschen. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Terrorgruppe die Kleinstadt Maiduguri gestürmt und mindestens 27 Menschen getötet. Ende September hatten die Extremisten 40 Studenten in ihren Schlafunterkünften überrascht und brutal hingerichtet. Die Anschläge durch die Boko Haram häufen sich vor allem im muslimisch geprägten Norden Nigerias und richten sich hauptsächlich gegen religiöse Minderheiten. Seit 2009 kamen dabei über 3600 Menschen ums Leben. Der amerikanische Hedgefonds SAC Capital muss wegen Insiderhandels eine Strafe in Rekordhöhe bezahlen. Die Staatsanwaltschaft in New York hat in einem Vergleich festgelegt, dass SAC sich des Betruges schuldig bekennen und 1,8 Milliarden Dollar Strafe zahlen muss. Der Investmentfonds wurde von Multimilliardär Stephen Cohen gegründet und geleitet. Sein Vermögen wird laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes auf ungefähr 9 Milliarden Dollar geschätzt. SAC Capital soll mehr als 10 Jahre lang Tipps von Informanten aus verschiedenen Unternehmen genutzt haben, um Geld profitabel anzulegen. In Zukunft darf SAC keine außenstehenden Kunden mehr betreuen und lediglich Cohens Geld anlegen. Der weltweit erste Bitcoin-Geldautomat ist letzte Woche in der kanadischen Stadt Vancouver aufgestellt worden. Dort akzeptieren schon knapp 20 Geschäfte die virtuelle Währung, darunter mehrere Cafés, eine Transportfirma und ein Yoga-Studio. Auf diese Weise können Geschäftsbesitzer Kosten für Bank- und Kreditkarten einsparen. Pro Tag können an den Bitcoin-Automaten umgerechnet 2.100 Euro in Bargeld getauscht und abgehoben werden. Der eBay-Chef John Donahue kann sich sogar vorstellen, dass Bitcoins auf der Auktionsplattform in Zukunft als Zahlungsmittel verwendet werden. Im Moment liegt der Umtauschkurs für einen Bitcoin bei 160 Euro. Allerdings schwankt das ständig und ziemlich stark. Was sagt ihr zu den Ausschreitungen bei den Kosovo-Wahlen? Ist die Strafe für SAC Capital angemessen? Und könnt ihr euch vorstellen, mit Bitcoins zu bezahlen? Eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder teilt das Video. Außerdem findet ihr da drüben 2 weitere Videos zur News aus Weller Welt und da unten abonnieren. Außerdem gibt's da Text, Kalibur und in der Videobeschreibung alle Links zu Social-Media-Seiten wie Facebook, Twitter und Instagram. Da kann man auch alles teilen, wenn man möchte, mit seinen Freunden. Mhm. Schön. Wenn man sie lieb hat.